Ein Staudamm, ne? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass das ein Staudamm sein soll. Jedenfalls sind hier einige von diesen Fässern. Apfel. Lass es mich dir anbieten. Unser Wunder. Als ich zum ersten Mal davon kostete, sah ich mich einer gefräßigen Bestie gegenüber. Es war meine Seele. Und in diesem Moment wusste ich, dass ich die Bestie besiegen muss, um Gottes Geschenk würdig zu sein. Ich musste meine Seele reinigen. Denn andernfalls würde mich dieses Biest verschlingen. Das ist Gottes Prüfung. Reinige deine Seele. Den Bär, den wir eben gehört haben. Mit irgendwelchen Chemikalien vergifteter Baum. Und Äpfel, ey. Dann hat Gott dich wahrhaft gesandt. Und ich kann mein Exil beenden. Unser Wunder ermöglichte es uns zu überleben. Aber dieses Geschenk hat seinen Preis. Es nährt die Seele eines Menschen. Aber wenn diese Seele verdorben ist, dann fordert dieses Wunder einen entsetzlichen Tribut. Na toll. Hätte ich mir nicht vorher sagen können. Der scheint aber schon länger hier zu liegen. Toll, warum habe ich jetzt nur einen Bogen? Nicht mal meinen Bogen. Na gut, killen wir halt den Bären mit dem Bogen. Aber die sind alle nicht gefressen oder so. Die sind einfach irgendwie mumifiziert. Schlag zu. Ja, verdammt. Ist Vieh. Hier ist meine Pfeile wieder. Warum? Ja, scheiß Auto-Hit hier, ey. Der schießt doch immer daneben. Hui. Was ist das denn? Guck schon wieder! Dieser fuck Auto-Hit, ey. Der hat extra daneben gezielt.
Also das Gute ist, ich hab unendlich Pfeile. Oh, jetzt haben wir mal erwischt im Bau. Du kannst deine Bestie nicht im Dunkeln erkennen. Was ist er denn? Da. Mit dir. So, zwei Leuchtfeuer habe ich. Ist ja noch mehr. Da ist noch eins. Warum kann ich an diese scheiß Seilrutsche nie dran? Das geht mir auch so auf den Nerv. Und dann lässt du die einfach los. Warum ist denn dieser Scheiß nicht angegangen? So, jetzt sind anscheinend alle an. Da ist er. So, diesen Abstand gewinnen. Was ist er denn da? Ja. Verdammt, ich wollte eigentlich weg. Ich brauche ein bisschen Abstand, um mich zu heilen. Warum richte ich die schon auf? Ja. Teddybär. Was ist das? Das hänge ich an diesem Scheißseil. Ja. Ist so klar, ey. Ich hing an dem Seil, der hat gar nicht gerutscht. Warum kommt dieser Scheißbär so schnell hinterher? Mann! Ich spann nicht mal den Scheißbogen. Warum schießt du den nicht? Dieser Idiot hat den Scheißbogen nicht gespannt. Ich drück den Knopf wie bekloppt hier. Ja, warum rutscht ich den hier nicht runter? So. Wo ist er hin? Geh weg. Mann! Jetzt hat er den auf die Klöten geschossen, anstatt auf den verdammten Bauch. Das Feuer reinigt die Seele. Weg mit dir. So, und da. So, alle Feuer sind an. Entfessle die Macht, die dich durchströmt. Halt den Sabbel, ey. Klar, jetzt habe ich ihn einfach weggeboxt. Hoffentlich kriege ich ihn in seinen Fell. Hoffentlich gibt es Platinen. Wo ist er jetzt? Oder Teddybär. Was ein Scheiß. Also das mit diesem Auto-Hit, das geht mir richtig auf die Nerven. Jenny schießt dir daneben. Du bist die ganze Zeit da auf dieses Target. Du kriegst ihn nicht weg davon. Selbst wenn ich sie liebe. Selbst wenn sie zur Familie gehören. Ihr
dürfen die Bestie der Sünde nicht füttern. Boah, könnt ihr aufhören, so eine Scheiße zu labern, ey. Du wirst der Hirte meiner Leute sein. Begleite mich nach New Eden. Das wird deinem Sohn echt gefallen. Unsere Zukunft hängt von der Einhaltung meiner Anweisungen ab. Wir können nicht mehr darauf bauen, dass Joseph uns rettet. Er kommt nicht zurück. Wir müssen uns von ihm lossagen und... Vater! Ethan! Vater? Der Vater! Wo bist du gewesen? Unser Land wird belagert, unsere Leute werden bedroht. Und du verschwindest. Du gingst, als wir dich am dringendsten brauchten. Warum? Um Gottes Plan zu hören, mein Sohn. Um Gottes Plan zu hören. Meine Kinder. Ich weiß, dass ihr gelitten habt. Und ich weiß, dass ihr Angst habt. Ich habe euch viel zu lange allein gelassen. Aber ich habe euch nie aufgegeben. Gott sprach zu mir und er hat mir einen Weg hinaus aus dieser Dunkelheit gezeigt. Wir werden uns nicht mehr hinter diesen Mauern verstecken. Wir werden von nun an nicht mehr nur hoffen, dass diese Heuschreckenplage uns in Frieden lässt. Die Zeit zu kämpfen ist gekommen. Deshalb hat Gott uns sein Schwert gesandt. Hier! Gott hat seine Seele geprüft und sie ist gut. Und sie ist rein. Und ich stehe hier vor euch, um zu bezeugen, dass dieser Fremde unser Hirte ist. Vater! Und gemeinsam werden wir gegen die Horden vor unseren Toren kämpfen. Und gemeinsam marschieren wir in die Zukunft, die Gott uns versprochen hat. Nein! Du hast mich verlassen. Du hast uns verlassen. Ohne ein Wort, ohne Anweisungen. Ich musste führen, so gut ich eben konnte. Und jetzt kommst du zurück, als wäre nichts gewesen und übernimmst die Führung? Ja. Ich bin der Anführer hier. Joseph ist unser Anführer. New Eden folgt mir! Wir stehen hinter dem Vater. Sohn, ich weiß, du trugst eine schwere Abwesenheit. Ich verstehe das. Es ist Gottes Wille. Und manchmal müssen wir opfern, was wir am meisten wollen, um Gottes Wunsch zu respektieren. Was hast du je geopfert? Eines Tages siehst du das Licht. Ich verspreche es. Kommt, lasst uns zusammen gehen. Wir haben viel zu tun. Ja, sag ja, das würde ihm nicht gefallen. Bin ich dein Kind? Notiz für einen neuen Song. Textideen für einen neuen Song von um Joseph zu preisen. Er war ein. Ja, krieg ich zu viel bei. Bereits jetzt greifen meine Auserwählten die Highwaymen in den langen Nächten an. Nun bitte ich sie, Kraft zu sammeln und auch am Tage zu kämpfen. Deine Freunde sollten diese Ablenkung nutzen und schnell handeln. Meine Familie kann nicht ewig kämpfen. Und was dich angeht, denk an Gottes Geschenk. Was du bisher erlebt hast, ist nur ein Vorgeschmack auf Gottes Macht. Vergeude sie nicht. Auf
Außerdem gestatte ich meinem Judge, dir zu folgen. Die sprechen nur eine Sprache. Die der Gewalt. In der Hinsicht kann mein Judge dir helfen. Bevor du unser Hirte sein kannst, musst du unser Schwert sein. Geh und mache dieses Land sicherer für alle, die in Frieden leben wollen. Ja, toll. Nur, die Karte ist halt komplett befriedet. Vorteilspunkte erhalten. Ja, mit Wurfgeschosse könnten wir noch Handgranaten nehmen. Mehr Nahkampfwaffen. Munition für LMG, RPG, Granatwerfer, Flammenwerfer und Sägeblätter. Kannst du ja echt ziemlich hoch treiben hier, ne? Ich frage mich. So, Karte. Hier haben wir noch gar nicht gemacht. Machen wir erstmal die Schnellreise, also die Schatzsuche. Dann die noch den Posten da einnehmen, haben wir nämlich alle Posten eingenommen. Gibt keine Heavy Mans mehr. Bin ich hier drin gewesen und hab da durchsucht. Vielleicht gibt es ja hier auch noch was zu holen. Ja, seht ihr hier. Das war natürlich wieder keine Platinen. Hier ist noch ein Safe. Habe ich mir nur gedacht, dass ich hier noch gar nicht gewesen bin. So, wo ist jetzt mein... Ich habe mein Ziel markiert gehabt. Die Schatzsuche. Nö. Hat er einfach mal wieder... Einmal wieder weggenommen. So, Munition auffüllen. Und so ein Quatsch am besten holen. Ich frag mich, was wir machen, wenn uns das Panzertape ausgeht. Viel Glück dabei, Eden dazu zu bringen. So, Munition nachfüllen. Spezialmunition, kannst du brechen. Ja, komm. Füllen wir das auch nach. So, also mal hier 40 Schuss. So. Und das auch noch ein bisschen erhöht hier. Ich kann's kaum erwarten. So, Fahrzeug wollte ich wieder holen. War ich hier drin? Ja. Fahrzeug? Ich hab's ja eben noch gesehen. Da. Ich frag mich, ob man was von dieser Asche aus dem Feuerwerk. Nee, nicht das Ding. Wo ist denn jetzt mein Quad? Da.